Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Shin Megami Tensei 3. Ja, ich hatte eigentlich vor, nach der letzten Folge hier weiterzuspielen und diese Folge hier im Anschluss aufzunehmen. Das hat aber alles nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Deshalb starte ich heute mit einer frischen Aufnahme und habe mir aber doch ein paar Notizen gemacht, damit ich so in etwa weiß, wo ich doch jetzt hin muss. Denn ich hatte doch in der letzten Folge, bin ich doch da hinten die Leiter hochgeklettert. Oben sind noch zwei Türen und ich muss aber diese Leiter, glaube ich, nochmal hoch, ne? Diese hier. Glaube ich. Ich muss mir mal gleich meine Notiz da anschauen. Hoffentlich verstehe ich die noch. Meine Stichpunkte, die ich immer mache. Richtig toll. Ich glaube, ich hatte es in diesem Let's Play noch gar nicht gesagt, denn ich glaube, ich habe Shin Megami Tensei noch gar nicht gespielt, seitdem ich meinen neuen Monitor habe. Und ich muss sagen, das sieht alles richtig schön aus. Ich hatte ja schon länger erwähnt, dass ich mir doch einen neuen Monitor holen möchte, der auch ein bisschen kleiner ist. Ja, denn ich hatte hier vorher so einen großen Monitor stehen und das hat mich ganz besonders aufgeregt, wenn ich ältere Spiele gespielt habe. Unter anderem ist das Secret of Mana gewesen zum Beispiel. Da hatte ich echt voll die Probleme, die Textboxen zu lesen. Und ah, ich finde das, mir gefällt das richtig schön. So, Tür öffnen. Dann wollen wir mal weitermachen. Ja, also ich bin immer noch sehr begeistert, sehr froh. So, hier habe ich euch rausgeschnitten, denn mir ist mal gerade aufgefallen, dass ich die Soundeinstellung gar nicht angepasst habe. Also die Ingame, den Ingame-Sound. So, und ich wollte da noch ein bisschen was erzählen, was die letzte Folge anging. Also, ja, ich bin wirklich sehr froh, dass wir den Boss geschafft haben. Bin auch ein bisschen überrascht von mir selbst, dass ich eine Engelsgeduld hatte, meiner Meinung nach. Also, ne, also wenn ich da jetzt zum Beispiel, wann war es denn? So vor ein paar Tagen, als ich Kingdom Hearts aufgenommen habe, wie ich da abgegangen bin, weil der Boss mich da so aufgeregt hat. Also wenn man das mal vergleicht, dann war das doch schon gut. Und ich habe mir dazu auch was aufgeschrieben, wegen seiner Ich kann nicht reden. Wegen seiner Ausweichrate. Ja, weil er die ja um 4 erhöht hat und kaum treffbar gewesen ist, musste ich ja dann die Trefferrate von ihm dann nochmal runter reduzieren. Und ja, wenn er dann hier nochmal seinen Buff eingesetzt hatte, also das war alles dann schon, ja, hätte man früher schon erkennen können, ne? Und diesen NDA-Effekt, das heißt wahrscheinlich gar nicht NDA, weil NDAs sind ja was anderes. Also diese NDA-Effekte, ne, das habe ich mir dann jetzt auch mal erklären lassen. Also hier auch nochmal lieben Dank an den Midna. Ne, also NDA-Effekte, das bedeutet Rakunda, Tarunda, Sukunda. Ne, das sind die Zauber. Ne, denke ich. Doch, das müssen die Zauber sein. Moment mal, ich komme doch ins Menü. Moment. Skill. Ja, das sind die Zauber. Oh mein Gott, die sind ja noch alle kampfunfähig. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ich sollte unbedingt bei Quell des Lebens vorbeischauen. Ich möchte meine Lebenssteine aufheben. Ja, und mir wurde auch nahegelegt, dass ich doch meine Monster fusionieren soll. Und so weiter und so fort. Ne? Denn wie man zum Beispiel, Moment mal, sehe ich das hier? Ah ne, das sehe ich doch hier, ganz einfach. Wir sehen das hier auf der rechten Seite. Und zwar sehen wir zum Beispiel, dass Shitstorm auf Level 19 ist und die anderen nur ganz langsam, aber sicher den nächsten Stufenaufstieg erreichen. Ja, das ist wohl so vorgesehen, dass man seine Monster fusioniert, beziehungsweise später austauscht, wechselt, wie auch immer. Aber oh, ich kann das nicht. Huapo zum Beispiel. Ich mag die. Ich finde die so toll. Genau dasselbe wie mit. Moment. Hochpixie. Wen haben wir noch, den ich ganz toll finde? Engel. Sudama nicht. Sudama können wir fusionieren. Ne? Irrlicht zum Beispiel, der hat auch irgendwas. Aber bei dem wäre ich sogar noch bereit, ihn zu fusionieren. Aber ich werde wohl da nicht drumrum kommen. So, ich bin diese Leiter hinaufgeklettert. Ich bin von da gekommen. Moment mal.
Achso, diese Leiter muss ich runter, denn da ist noch diese Tür. Und ich vermute ja, dass das der richtige Weg sein könnte. Deshalb gehe ich erstmal hier rein. Oh. Ja, hier sind wir noch gar nicht drin gewesen. Ja, außer hier waren wir. Hat das gereicht oder muss ich da jetzt noch näher ran? Nein, das hat gereicht. Nee, jetzt hat's gereicht. Ich habe das auf der anderen Seite nicht gemacht, sehe ich gerade. Verdammt. Das ärgert mich ein bisschen. Ah, hier geht's gar nicht weiter. Aber ich mache das jetzt noch schnell. Ich gehe auf die andere Seite. Und möchte die Karte noch füllen, diese Lücke. Okay, dann haben wir hier Sudama. So. Mögt ihr Eis? Ich weiß es gar nicht mehr. Sudama, ich glaube, ihr mögt kein Eis. Ah, okay. Ah, immerhin, er ist eingefroren. Das ist doch was Tolles. 32, das hat leider nicht gereicht. Moment, hier möchte ich die, Moment, wo ist es denn? Entzieht TP bei einem Gegner, genau, die Todesberührung, das möchte ich einsetzen. Da kann ich später noch ein bisschen was an TP abzwacken und erledigt ist der auch. So, perfekt. Du bist am Zug. Geblockt, keine Schwäche, wir sind wieder an der Reihe, sehr schön. Und das ist es gewesen. Ah, ein Lebensstein. Ich möchte die trotzdem nicht benutzen. Ich möchte mir die aufheben für schlechte Zeiten. Aber... Hochpixie, du kannst uns doch... heilen. Ne? Dia ist doch unsere Heilung, genau. Das möchte ich gern einsetzen. So. Komm, Shitstorm. Du bekommst auch nochmal eine Heilung. Ja, die anderen würde ich gern wiederbeleben. So, wie gesagt, ich möchte noch einmal zurück. Ich möchte da diese Ecke von der Karte noch füllen. Das muss ich mir unbedingt angewöhnen, dass ich das jedes Mal tue. Oh, ich weiß, dass ihr kein Eis mögt. Sehr schön. Einer ist weg, einer ist eingefroren. Perfekt. Critical Hit, sehr schön. Sind wir nochmal an der Reihe. Und das Ganze noch einmal. So, komm, Shitstorm, gib dem. Komm, noch zweimal dürfen wir. Komm, dass du wenigstens weg bist. Schade. Ausgewichen, ich bin dran. Ah, das ist so toll. Wenn man es erstmal verstanden hat, ne? Ich glaube, ich hätte... Mir wäre das, glaube ich, nie aufgefallen. Oder vielleicht irgendwann mal im Spiel. Dass ich da hätte erkennen können, was die Symbole da oben rechts bedeuten. So, ich glaube, den greife ich an. Ich glaube, der linke hat nicht mehr allzu viel. Sehr gut. Dann habe ich mich ja richtig entschieden. Das ist ein Elektroschaden. Elektroschaden bringt uns hier, glaube ich, nicht allzu weit. Und tschüss. Das ist es gewesen. 200 Erfahrungspunkte hoch. Pixie ist aufgestiegen. Langsam aber sicher. Die Stärke. Jawohl, finde ich in Ordnung. Flehen. Flehen erlernt. Skillplätze sind voll. Bitte wähle einen Skill zum Verwerfen. Ich darf das entscheiden. Das haben die doch sonst immer gemacht. Nach Marker und Gegenständen fragen. Das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte es nicht lernen. Den Skill Flehen verwerfen. Jawohl, genau. Die Attacke Glücksfund können wir als nächstes lernen. Das hört sich doch interessant an. Hochpixie versucht einen Skill zu wandeln. Das erinnert mich gerade irgendwie so an Pokémon, ne? Shiki versucht eine neue Ability zu lernen. Dafür muss Shiki aber eine Ability vergessen. Welche Ability soll Shiki vergessen? So irgendwie. Okay, Hochpixie versucht einen Skill zu wandeln. Gewähren lassen. Ach so. Ja, jetzt entscheidet sie das selber. Aber es geht um Glücksfund, ne? Schade, es ist nichts passiert. Hochpixie möchte mit dir sprechen. Hörst du zu? Natürlich. Das ist ein Beweis meiner Treue. Nimm es bitte. Och, seht ihr? Dann bekomme ich sowas. Und dann soll ich sie opfern für eine Fusion. Das kann ich doch nicht machen. Dankeschön. Ein Lichtball. Was ist denn ein Lichtball? Ich kann das nicht machen. Ich muss hoch. Ich muss wenigstens eins, zwei muss ich behalten bis zum Ende. Und das wird höchstwahrscheinlich auf Hochpixie und Huapo hinauslaufen. Ein Lichtball. Erhält dunkle Bereiche bis zum neuen Kagatsuchi. Oh, das ist ja toll. Das kann ich bestimmt gebrauchen.
Genau, ich muss jetzt hier raus. Da komme ich nicht mehr weiter. Also bedeutet das, ich muss jetzt die Leiter hinunter. Also so ein kleines bisschen fangt ihr an, mich zu nerven. Das hier ist doch Sakunda. Sukunda. Genau, das sind die Zauber. Ausweich- und Trefferrate. Mhm. Ja, ich verstehe. Treffe ich sie nicht. Okay, Moment, das haben wir gleich. Geringer Feuerschaden. Nein. Geringer Feuerschaden bei allen Gegnern. Oh, wie dumm war das denn? Da sind sie nicht ausgewichen. Das hier ist richtig blöd. Ich werde sie nicht treffen können. Denn ich habe mein Monster hier nicht im Team. Kann ich hier fliehen? Moment, Flucht. Fliehen. Ich bin das erste Mal geflohen. Es tut mir leid. Aber es hat funktioniert. Das macht mich gerade glücklich. Okay, Leiter hinunter klettern. Denn, wie heißt denn mein Monster nochmal? Moment, ich muss nochmal ins Menü. Falsche Taste. Und zwar... Shikigami. Der hat diese Fähigkeit, die Angriffe zu pushen. Und die Trefferrate zu erhöhen. Ist das da vorne auch eine Tür? Oh, das hier ist gut. Ah ja, super, alles klar. Ich wollte gerade Eisatem einsetzen, aber ich habe gerade gesehen, dass ich nicht genügend MP habe. Also muss ich auf Eisatem erstmal verzichten. Hier nehme ich gerne nochmal die Todesberührung. Sehr schön. Und, ich wollte noch irgendwas sagen. Ich hab's vergessen. So kann es gehen. Angriff ausgewichen. Perfekt, wir sind dran. So, dich möchte ich erstmal aus dem Kampf hauen. Damit du die nicht buffst. Moment, dir... Ich probiere das mal mit dem Elektroschaden. 55, so verkehrt ist es, glaube ich, gar nicht. Zanma. Der übertreibt doch. Angreifen. Ah, das bringt nichts. Das brauche ich nicht einzusetzen. Nochmal die Todesberührung. So, dann ist ihr Licht schon mal komplett geheilt. Rakunda senkt Verteidigung. Geringer Kraftschaden. Halt Betäubung. Halt gebunden Schlafpanik der Gruppe übergeben ist, glaube ich, gut. Genau, greif du an. Sehr schön. Dann ist es nur noch einer gewesen. Warum wusste ich, dass die Hochpixie angreifen? Ich habe es mir doch schon fast gedacht. Hier setze ich auch nochmal die Todesberührung ein. Oder hat er ihr Licht angegriffen? Denn der war doch eben komplett hochgeheilt. Ich hätte übergeben sollen. Ah, sie greifen Shitstorm an. Das ist gut. Okay, und der nächste. Super. Ich habe mich so gefreut, dieses Spiel hier aufzunehmen. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich freue mich im Moment mehr darüber, Shin Megami Tensei 3 aufzunehmen als Kingdom Hearts. Deshalb habe ich jetzt heute auch erstmal mit Shin Megami Tensei angefangen. So, einmal hier rüber, Tür öffnen. Oh my gosh. Moment. Okay, ich verstehe das nicht. Hier bin ich noch nicht gewesen. Bin ich denn hier drin gewesen? Nein, bin ich nicht. Aha, da sehen wir mal. Willst du nach Ikebukuro? Ja. Ikebukuro liegt direkt hinter dieser Halle. Haben die Mantra dich erst einmal gefangen, entkommst du ihnen nie wieder. Guzu Tenno ist kein leichter Gegner. Sei lieber vorsichtig. Och nö. Hier läuft jemand rum, der es auf mich abgesehen hat. Hoppla, falsche Taste. Du siehst einen Lagerwürfel, natürlich. Du hast zweimal das Medikament erhalten. Ich möchte hier nicht noch einen Boss bekämpfen. Er sagte hinter dieser Halle. Feierabend. Komme ich denn hier runter? Wo komme ich denn da hin? Leiter hinunterklettern.
Von hier kamen wir doch, oder? Oder nee, nee, kamen wir nicht. Okay, ich gehe erstmal hier rüber. So, denn hier bin ich ja noch nicht gewesen. So wie ich das... Wow, hallo! Nachtfomor. Oh, hi. Gut, dann würde ich erstmal die erledigen. Dann würde ich... Ach, Quatsch, ich kann dich nicht anquatschen. Oh, wir sind schon voll besetzt. Okay, ich greife erstmal ihn an. So, Moment. Feuerschaden bei allen Gegnern. Okay. Geringer Kraftschaden bei einem Gegner. Oh super, ich habe ihn geheilt. Ganz toll. Toxische Welle. Ja, deshalb wollte ich ihn erstmal aus dem Weg räumen, damit ich nicht vergiftet werde. Ausfall. Daneben. Sehr gut. Hua Po. So, du musst weg. Du musst hier unbedingt weg. Und der andere natürlich auch. Sehr schön. Okay. Dann probieren wir das mal so. Vielleicht mögt ihr... Ja, das ist eine Schwäche. Perfekt. Ihr mögt keinen Blitz. Den Angriff ausgewichen. Ja, das ist ja mega cool. Meine Gruppe ist halt ein bisschen flott, ne? Lüsterner Blick versucht Verwirrung bei einem... Ja, probieren wir es mal. Ah, das ging daneben. Das ist schade. Toxischer Stich. Wieso nicht? Vielleicht bekomme ich ihn ja... Critical, sehr gut. Du heilst dich mal. Schön, dass ich jetzt erst darauf komme. 44, er ist dran. Ausfall. Ja, Shitstorm ist nicht ausgewichen. Ich darf es gerne zurückschlagen. 27, nochmal toxischer Stich. Und weg. Der hatte aber nicht viel. TP. 140 Erfahrungspunkte. So, rechts oder links? Ich nehme rechts. Hi! Hey! Hua Po, was geht? Du baggerst mich an so einem Ort an? Wirklich? Nun, Dämonen mit Redetalent sind in der Lage, aufgebrachte Gegner zu beruhigen. Mit so einem Charmeur an deiner Seite sollte dir das Glück bei den Damen sicher sein. Ha? Ich bagger dich nicht an. Okay, das ist wohl ein Hinweis. Also ich sollte wohl mit dem nächsten Gegner rächen, um ihn zu beruhigen. Ach du meine Güte. Okay, hier ist niemand. Hier ist eine Seele. Falls die Mantra und der Rat von Nihilo je die Fetzen fliegen lassen, dann ist dieser Ort im Handumdrehen zerstört. Ja, super. So, dann gehe ich jetzt mal stark davon aus, dass ich diese Leiter hinunterklettern muss. Ich bin gerade ein bisschen planlos. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, wo ich hergekommen bin. Aber hier geht es gar nicht weiter. Weil, Sackgasse. Super toll. Kann das sein, dass ich da rüber muss? Laufe ich da aber nicht zurück? Nein, ich bin ja von der... Ich bin doch von da gekommen, ne? Aus dieser Tür. Ich muss hier weiter. Ich muss hier lang. So schnell, bevor wir kämpfen müssen. Oh, ich glaube, es ist zu spät. Oder auch nicht. Gerade noch Glück gehabt. Nein, ich muss hier lang. Ich bin da noch nicht gewesen. Das ist nämlich nicht auf der Karte eingezeichnet. Okay. Super. Das sind nicht die Mantra. Oh, euch mag ich ja gar nicht. Ihr nervt mich echt. Ihr nervt mich echt ein bisschen. So. Ihr mögt keinen Blitz. Ne, so ist das doch gewesen. Das ist kein Blitz. Was mache ich denn wieder? Was mache ich denn für Sachen? Das war doch der Kraftschaden. Oh, Shitstorm. Ich muss ihn heilen. Und nochmal die toxische Wolke. Feierabend. Oh, sie ist vergiftet. Das ist gar nicht nice. Komm, ich nehme dich mal mit rein. Du kommst raus. Okay.
Dann mache ich einfach mal mit der Todesberührung weiter. Super. Dass es wenigstens dem Irrlicht gut geht. Geringer Kraftschaden. Naja gut, dann muss ich angreifen. So, sie ist es gewesen. Aber du musst jetzt erstmal Shitstorm heilen. Denn wir wissen ja jetzt mittlerweile, wenn er kampfunfähig wird, haben wir ein Game-Over-Bildschirm. Verteidigung verstärkt. Ah, ich habe Huapo rausgenommen, ne? Die konnte das nämlich nochmal runterschrauben. Ey, das darf doch nicht wahr sein. So, erstmal weg mit dem. Sehr gut. Und was haben wir hier? Erhöht Magieangriffe bei der Gruppe. Ja, für Magieangriffe bräuchte man Magiepunkte und wie man unschwer erkennen kann, mangelt es da ein bisschen bei mir. Gut, toxischer Stich. Fehlt, verdammt, jetzt habe ich einen Zug verloren. Oh, der Angriff ausgewichen, sehr gut. Ja, das wird sie nicht überleben. Verdammt. Okay. Du bist der Nächste. Greif normal an. Ich sollte ein Monster rufen. Angriff, jawohl. Ja, Verteidigung verstärken. Übertreib doch einfach. Ja, da musste ich Huapo nochmal mit reinnehmen, ne? Ja gut, da muss ich die gleich heilen von ihrer Vergiftung. Ich habe doch bestimmt irgendwelche Items. Das mache ich aber natürlich nach dem Kampf. Bitte sei mir nicht böse, Huapo. 12. Ja, ich glaube, damit ziehe ich mehr ab, als wenn ich ihn physisch angreife. Dem Angriff ausgewichen, das bedeutet, ich bin an der Reihe. Nochmal. Todesberührung. Ich habe immer Angst, dass ich versehentlich mal den letzten Ausweg nehme. Das ist nämlich das Letzte, was ich möchte. Sehr gut. So, Shitstorm, du greifst den Rechten an, denn ich gehe mal davon aus, dass er nicht mehr allzu viel hat. Ach, schade. Ah, nee, Moment. Obwohl, das setze ich auch hier bei ihm ein. Sudama kann ihn angreifen. Bitte mach ihn platt. Jawohl, es hat ausgereicht. Sehr schön. Obwohl 31, hey! Obwohl 31 ja gar nicht mal so schlecht gewesen ist, ne? Jetzt noch jemand vergiftet, Gott sei Dank. Okay, Huapo. Ah, sie verliert nochmal was. Ah, das hier war blöd. Ich wollte die Todesberührung. Ach, die Todesberührung. Die Fähigkeit einsetzen. Doch, Todesberührung heißt sie. Shitstorm. Ah, es hat nicht ganz gereicht. Ansonsten hätte er sich geheilt. So, jetzt muss ich hier natürlich erstmal Gegenstände einsetzen. So, Medikamente. Huapo, Sudama. Ja, komm, Shitstorm, du auch. Wir haben nämlich kein... Geringe TP-Regeneration. Davon habe ich so viele. Okay. Jetzt bräuchte ich hier was. Auferstehungsperle. Ich habe nur 4 Stück. Deshalb, ich möchte da erstmal ein bisschen sparsam damit sein. Abwehrglocke, Schwebeball, Lichtball. Habe ich nichts gegen Gift? Das ist schlecht. Antigift, hier ist es doch. Ja, Antigift gleich Gegengift, ne? So, dann klettern wir mal hier hoch. Dann muss ich hier die Karte öffnen und wir... Oh my God. Sind hier. Dann muss ich hier runter. Da hätte ich vielleicht... Auf die andere Seite konnte ich gar nicht, ne? Ich gucke nochmal. Hätte ich da die Möglichkeit gehabt, dorthin zu kommen? Ja. Aber ist eine Sackgasse, oder? Ah, ich muss nochmal hoch, Leute. Entschuldigt. Nicht, dass ich da was übersehen habe. Weil ich bin doch hier auf der Suche nach Quell des Lebens. Versteht ihr nicht, dass da ein Raum ist und Quell des Lebens sich dahinter verbirgt? Da ist nur eine Leiter. Okay, da muss ich hin. Ich muss das kurz überprüfen. Oh, jetzt schnappen sie mich. Aber die sind nur zu dritt. Doch gar kein Thema. Ich gehe mal stark davon aus, dass die auch keinen Blitz mögen. Critical Hit, sehr gut. Ich probiere es mal mit Kraft. Okay. Dann setzt du auch mal den Kraftschaden ein. 44. Shitstorm. Gegner ist am Zug.
Ah, der hat doch gar keine Lebenspunkte verloren, rechts der. Ah ja, du kannst nur physisch angreifen. Super, der ist raus. Kraftschaden. 45. Ich habe keine MP mehr, das ist schlecht. Schade. Ja, er heilt sich, aber das... Wir wissen ja, worauf das hinauslaufen wird. Und tschüss. Ah ne, es hat doch nicht gereicht. Dann eben jetzt. Jetzt ist der kleine Freckert. Halt doch so viel aus. Ehrlich, Level 12. Shitstorm, Level 20. Ein Punkt. Dein Level hat sich erhöht. Bitte passe deine Werte an. Okay, Moment. Jetzt muss ich erstmal gucken. Ich glaube, ich stecke das in die Bewegung. Yes, ist das okay? Ich denke schon. Ifumi befindet sich in dir in Aufruhr gewähren lassen. Ja. Du fühlst dich betäubt? Achso, ich bin nicht geheilt. Das ist ja schön. Level für Ehrlich erhöht Glück um 1. Alles klar. Ehrlich möchte mit dir sprechen. Hörst du zu, aber sowas von. Ehrlich zog etwas heraus. Du erhältst Heilperlenkette. Seid alle so gut zu mir. So, ich muss dann jetzt erstmal was benutzen, um hier meine Zustandsveränderung aufzuheben. Antibetäubung, genau. Oder antibetäubt steht hier. Gut. So, jetzt bin ich mal gespannt. Okay, ich komme dann auch hier runter. Also wie auf der anderen Seite auch. Aha, hier ist aber eine Kiste. Jawohl, öffnen. Du hast Diamant erhalten. Wie viele Diamanten haben wir denn jetzt mittlerweile? Oh, hi. Was war das? Magieangriffe verstärkt. Aber greift mich physisch an. Oh, oh. Ey, hört auf damit. Was ist denn jetzt los? Sudama fängt an, mit dir zu reden. Ich will dies, Chakra-Tropfen. Nicht geben. Sudama ist wütend. Dann stirb. Ich glaube, du spinnst. Okay. Ja, ich glaube, mit Kraft brauche ich nicht zu arbeiten. So, jetzt sind die an der Reihe. Nochmal den Magieangriff verstärkt. Und noch einmal. Ja, tut euch keinen Zwang an. Gleich brechen sie einen Zauber und ich bin instant tot. Das wäre natürlich katastrophal. Dem Angriff ausgewichen, sehr schön. Sehr gut. So, dann waren es nur noch zwei. Komm. Ja, sehr gut. Erhöhen ihre Magiewerte und greifen dann physisch an. Alles klar, ein Lebensstein, danke. Okay, dann muss ich jetzt wieder auf die andere Seite. Gut, dass ich zurückgekommen bin. Achso, ich wollte ins Menü. Ich wollte mir doch anschauen, wie viele Diamanten wir jetzt mittlerweile besitzen. Ach, das ist unser erster Diamant. Ich hätte schwören können, wir hätten schon einen gehabt. Ein wunderschönes Juwel, das die Liebe symbolisiert. Ach, ist dem so? Ich habe von so einem Kram überhaupt gar keine Ahnung. Bin auch gar nicht der Schmucktyp. Ich mag auch gar nichts am Handgelenk haben. Also keine Armbänder, keine Uhren. Das macht mich wahnsinnig. So, ich glaube... Obwohl, ne, die Karte... Da hinten ist rot, da hinten kann ich speichern, deshalb kann ich erkennen. Glaube ich mal. Sieht zumindest so aus. Könnte aber auch einfach nur dieses Standardrote... Obwohl, die roten Symbolen sind gar nicht an der... Doch. In der, im Einkaufszentrum, in der Mall, da ist das Symbol an der Tür gewesen. Ja, das ist es auch. Da kann ich auf jeden Fall safe abspeichern. Das ist gut. Und kann hier mit meinem Kollegen noch sprechen, mit meinem Friend. Aber ich, ja, ich glaube, da gehe ich jetzt auch zuerst mal hin. Bevor hier noch was Gravierendes passiert. Du bist alleine, Eisatem. Ja, das war ihre Schwäche. Giftbiss. Auch eine faszinierende Attacke. Ich hatte ja auch so gehofft... Den, oh, wie hieß denn der letzte Boss? Matador? Kann das sein? Ich glaube, ich habe mir seinen Namen doch auch aufgeschrieben. Ja, Matador.
Genau. Den hätte ich ja so gerne damit vergiftet. Okay, schnell hier rein. Das kann doch nicht wahr sein. Und wieder Eisatem. Das hier ist... Oh, Scheibenkleister. Huapo. Leute. Jetzt ist aber Feierabend. 60. Okay. Der ist raus. Oh oh. Jetzt ist Katastrophe. Okay. Setz den Kraftschaden ein. 45. Gegner ist am Zug und heilt sich. Ja. Oh nein. Oh, das ist seine Schwäche. Oh, nee. Ich habe den doch eben gar nicht getroffen. Also, er wurde doch eben gar nicht getroffen, oder? Gott sei Dank. Nur noch einer da. Und er setzt wieder Eisatem ein. Vielleicht trifft er ihn nicht. Doch, er trifft ihn. Ist wieder an der Reihe. Ah, nee, doch nicht. Warum denn nicht? Wärst du nicht normalerweise an der Reihe? Jetzt setzt das wieder... Nee, er heilt sich. Okay, perfekt. Jawohl, Critical Hit. Sehr gut. Ein Lebensstein. Oh, das werde ich jetzt auch benutzen, bevor ich jetzt weitergehe. Da habe ich jetzt echt ein bisschen Bammel. Okay. So, schnell weiter. Okay. So, dann können wir einmal speichern. Zurück. Ein kleines... Ja, ja, kennen wir ja. Zurück zum Terminal. Nein, ich möchte speichern. Gut, Speichervorgang abgeschlossen. Achso, nee, Quatsch, ich möchte hier weg, ich möchte hier weg. Ja, ich habe auch jetzt einen anderen Slot benutzt, falls das hier jetzt schief laufen sollte. Damit ich den älteren Spielstand laden kann. Was dann aber bedeuten würde, dass ich Matador nochmal bekämpfen müsste. Aber das dürfte, glaube ich, kein Problem sein. Ich weiß ja jetzt inzwischen wie. Oh, ihr nervt mich gerade so ein bisschen. Wir sind hier nur zu zweit. Und er heilt sich. Na gut, die anderen ist mir egal. Die sind ja eh komplett hochgeheilt. Da wir ja noch keinen Schaden ausgeteilt haben. Aber bei ihm regt mich das halt ein bisschen auf. Gut, du bist raus. Bitte nicht vergiffen. Angriff ausgewichen. Jawohl, ich bin wieder dran. So, hier gibt es eins auf die Schnauze. Ja, heil du dich nur. Das macht der andere. Oh, solange ich nicht vergiftet bin, ist alles cool. Critical Hit. Super. Sind wir nochmal an der Reihe? So, vielleicht heilt er sich jetzt? Nein, aber wir sind dem Angriff ausgewichen. Perfekt. Und tschüss. Okay, schnell in diese Tür hier rein. So, komm, 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 shit. Storm. Okay. Okay. Klettern wir einfach mal hinauf. Oh je. Hier wird doch jetzt nicht der Gegner drin sein, von dem erzählt wurde. Okay. Da hinten ist ein Lagerwürfel. Gut, da gehe ich mal zuerst hin, wenn man mich lässt. Oh, hi. Na? Im Doppelpack, wa? Ich hätte, glaube ich, hier den toxischen... Oh, oh. Den toxischen Stich nehmen sollen. Das hat mir jetzt doch gar nichts abgezogen, oder? Also der hat uns nicht getroffen. 14. Das geht voll in Ordnung. Und tschüss. Ah, nee, doch nicht. Jetzt. Ausfall. Das war ein Critical Hit. Erst nochmal an der Reihe. 6 und 7. Komm, ihr Licht. Mabufu. Ey! Jetzt übertreibst du aber. Gegner am Zug, Ausfall. Oh, dann Critical Hit, er ist wieder an der Reihe. Und er ist wieder an der Reihe. Schwäche ausgenutzt oder auch nicht. Komm, gib's ihm. Jawohl. Ein Medikament. Ja, das werde ich auch benutzen müssen. Okay, Gegenstände nutzen. Ah, Lebenssteine. Wir benutzen Lebenssteine. Lebenssteine sind... Fresh. So, schnell hier rüber.
Und Lagerwürfel öffnen. Hoffentlich ist jetzt hier keine Bombe drin, ich verliere Lebenspunkte. Du hast Soma-Tropfen erhalten. Was ist nochmal Soma-Tropfen gewesen? Es tut mir leid, ich muss da einmal nachgucken, ich kann mir das Ganze nicht behalten. Soma-Tropfen. Moderate TP-MP-Regeneration bei einem Verbündeten. Okay. Irgendwie habe ich hier gerade kein gutes Gefühl, wenn ich hier durch diese Tür latsche. Aber ich suche ganz verzweifelt. Meine Freundin, die Quelle des Lebens, bitte sei hier drin. Obwohl, dann wäre das ja eine Sackgasse. Nee, das ist mir zu heiß, Leute. Das wird mir dann doch zu heiß. Wo habe ich denn hier meine Auferstehungsperle? Hier Stück. Okay. Hoch, Pixie. Shikigami. Huapo. Und eins hebe ich auf. So, dann benutze ich, Moment, Soma-Tropfen. Für dich. Okay. Komplette TP-Regeneration bei einem Verbündeten. Bitteschön. Lebensstein. So, dann werde ich jetzt meine Gruppe anpassen. Gruppe rufen. Hochpixie und Shikigami. So, ihr beide seid mit drin. Habe ich noch hier was? Moment. Habe ich nichts mehr für die MP zu regenerieren? Proteincheck, das möchte ich behalten. Das habe ich nur noch einmal. Komplette TP-Regeneration. Sieht schlecht aus, wie mir scheint. Abwehrglocke. Okay, ja, Moment, aber... Hochpixie hat noch genug. Genügend, vorerst mal, für eine Heilung. Okay. Jetzt habe ich hier rechts eine Leiter hoch. Hier ist nichts, hier laufe ich aber trotzdem mal hin. Genau, super. So, der nächste Zufallskampf steht an. Warum müssen das immer so viele sein? Ah, Critical Hit. Sehr gut, ich bin wieder dran. Super, du bist raus. 39. 37. Und weg. Da waren es nur noch 4. Ausfall. Aber da verliert ihr ja TP. Angriff ausgewichen, das sind tolle Neuigkeiten. Ich will aber erstmal hier mit denen weitermachen. Denn was weg ist, ist weg. Okay, war doch gut, dass ich die Auferstehungsperle genutzt habe. Oh, bitte wird niemand vergiftet. Danke. So, tschüss. Nein, das ging daneben. Okay. So, jetzt sind die wieder an der Reihe. Toxische Wolke, setzt doch was anderes ein. Nein, ihr Licht ist vergiftet. Oh, Mann! Ja, der bekommt jetzt eine richtig auf die Schnauze. Der steht immer noch. Oder sitzt. Was? Hatte der nicht mehr so viele TP? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe da nicht so drauf geachtet. Ups. Ja, muss ich Huapo jetzt nochmal mit reinnehmen. Toxische Wolke, ey, du gehst mir so auf den Keks gerade. 59. Sag mal. Fängt an mit dir zu reden. Warte, ich will hier nicht sterben, rette mich. Wie wäre es mit einem Handel? Mein Leben für mein Wissen. Okay, Deckung runternehmen. Na, stirb! Greift er uns jetzt echt an? Du hinterlistisches Vieh. Ich sehe immer das Gute in Monster. Lebensstein. Immerhin. Ich hatte vielleicht gedacht, er würde uns dann was geben. Okay, aber da habe ich offensichtlich falsch gedacht. Okay. So, Anti-Gift habe ich auch nur noch einmal. Das ist es dann gewesen. Und Gruppe rufen. Huapo. Shikigami ist leider raus.
Okay, Leiter hinaufklettern. Oh, Licht. Auf dem Friedhof. Ich kann die Kamera nicht drehen. Ich würde mich ja gern umsehen. Nördlich von hier liegt Ikebukuro. Dort befinden sich alle Mantra-Dämonen. Geh in Frieden. Okay, da sind die Mantra-Dämonen. Komme ich hier... Nein. Hier komme ich nochmal in den Tunnel. Also hier ist ein Safe Spot. Hier passiert mir jetzt gar nichts auf dem Friedhof. Ach, hoffentlich müssen wir nicht bald hier hin. Oh, Moment, ich kann hier was untersuchen. Ich wollte eben schon sagen, das Rote hier sah ein bisschen auffällig aus. Auf dem Boden liegt Schlamm. Die sehen doch aus. Ist das nur Schlamm? Das sieht irgendwie aus wie die Bewohner in dem Ginza-Tunnel. Im Schlamm sind Körperformen erkennbar. Ja, sag ich doch. So hätte man das natürlich auch ausdrücken können. Okay. Moment, das hier kann ich auch... Ah, nee, kann ich nicht. Okay. Sollte ich mir das merken? Ich kann bestimmt später vielleicht irgendwas machen. Ich schreibe mir das mal kurz auf. Gut, habe ich notiert, falls das irgendwann mal wichtig werden sollte. Willst du dieses Gebiet verlassen? Ja. Okay. Dann sind wir hier. Ich kann die Kamera auch hier nicht drehen. Konnten wir die mal... Aber wir konnten die doch mal drehen, oder? Hier geht es auf jeden Fall nicht weiter. So, erstmal hier mit dir quatschen. Die Mantra in Ikebukuro sind aggressiver als gewöhnliche Dämonen. Manche verprügeln dich, wenn du sie nur ansprichst. Oh, super. Die denken bestimmt, ich will sie anbaggern. Gegner von hinten angreifen, ey, sowas lieb ich ja. Was, wir sind aber ausgewichen? Okay. Ah, die sind nur zu zweit. Sehr gut. So, weg mit dir. Perfekt. 12 Erfahrungspunkte. Scheint mir aber ein bisschen wenig. Okay, ich habe 3 Gebäude, die ich betreten kann. Was ist das denn für ein Häuschen da in dem Wald? Sieht hier schon schick aus. Ich komme da gar nicht durch. Hallo Engel. Oder göttlich Engel. Okay, komm. Ja, die hatten doch nicht so viel. Und wir sind dem Angriff ausgewichen. Ach, das ist doch ein... Ja, super, sie weicht auch aus. Die, ja, sie heilt sich. Ja. Und tschüss. Lebenstein, das ist nett, danke. Komme ich hier unten gar nicht durch, Moment. Nee. Das Spiel möchte, dass ich hier reinlatsche. Ikebukuro. Ja, wir sind hier in der Stadt Ikebukuro, ja. Komme ich da unten durch? Wahrscheinlich nicht. Ah doch, komme ich. West Ikebukuro. Aha, hier ist ein Lagerwürfel. Untersuchen. Du siehst ein Lagerwürfel? Jawohl. Eine Heilperle erhalten. Ich möchte eigentlich nur zum Quell des Lebens. Immer noch. Mir fällt gerade ein, ich hätte doch mit dem Terminal, hätte ich mich doch teleportieren können ins Einkaufszentrum. Da ist doch, glaube ich, ein Quell des Lebens gewesen, nicht? Da hätte ich ja hin können. Okay, ich muss hier wohl nach Ikebukuro erstmal. Ja, hier sind ja dieselben Gegner wie im Tunnel. Okay, noch einmal. Ja, das reicht. Super, dann darfst du noch deinen Angriff hier auf der Seite... Geblockt. Das bedeutet, die haben dann einen Zug verloren, ne? Wenn ich blocke. Oder wenn jemand blockt, verliert man einen Zug. Ob wir das jetzt sind oder die Gegner. Angriff ausgewichen. Perfekt. Deswegen ist es gar nicht mal so verkehrt, die Bewegung hochzuhalten. Oh, Türkis und Granat erhalten. Ey. Hier geht's aber jetzt voll ab.
Bin erstmal gerade 2 Schritte gelatscht. 61 hat Shitstorm ausgeteilt. Das ist echt gut. Onyx. Und das gleich 2-mal. Ich glaube, Onyx haben wir gar nicht. Juwelen. Onyx, doch, wir haben 4 Stück. Ein wunderschönes Juwel, das das Vertrauen symbolisiert. Okay, betreten wir mal Ikebukuro. Feierabend. Sind das die, die einen angreifen, auch wenn man sie nur anquatscht? Feierabend. Seht ihr diese Werbetafel da oben? Das sieht aus, als wären da Monster rausgesprungen. Als wären die da drin abgebildet gewesen. Oh gosh. Komm, der nicht wagt, der nicht gewinnt, oder wie war das? Hey, du! Warum habe ich dich hier noch nie gesehen? Du kommst nach Ikebukuro, wohl wissend, dass das Gebiet den Mantra gehört? Na klar. Du frecher kleiner Bastard. Na warte, jetzt kriegst du eine richtige Abreibung. Es braucht schon richtig Mumm, um uns herauszufordern. Aber wenn du zu schwach bist, nehmen wir dich ganz fix auseinander. Oh, das hier war ganz schlecht. Berserker. Ja. Ungeheuer Oni. Critical Hit, das ist gut. Oh, toxischer Stich. Ich habe die Hoffnung, dich vielleicht zu vergiften. Ja! Oh, das ist so toll. Das ist so aufregend. Angreifen. Okay, und in your face. Oh my gosh. Berserker. Okay, das sind nur 9 gewesen. Er verliert 33. Passt. 29. Jawohl. Okay, heilen muss ich jetzt noch niemand. Critical Hit. Raus. Sehr gut, dass das mit der Vergiftung funktioniert hat. Okay. Oh, hier ist aber sehr viel kaputt. Moment mal, komme ich da rein? Nein. Aber hier. Ikebukuro. Ach, guck mal, die sind sogar noch synchron. Soll ich die jetzt anquatschen? Oder soll ich es sein lassen? Die sind doch bestimmt nicht alle böse, oder? Ich werde mich erstmal umgucken. Was ist das? Ist das Quell des Lebens? Ja! Oh mein Gott! Jesus, schön dich zu sehen. Wiederbeleben. Ja, alle müssen wiederbelebt werden. Das kostet 400, das ist egal. Achso, nee, ist es nicht, ne? Weil die werden jeweils mit einem Lebenspunkt wiederbelebt, ne? Gut, dann darfst du uns aber alle heilen. Okay. Oh, das ist so toll. Ach Gott, ich fühle mich so super jetzt gerade. Dankeschön. Okay, Moment, ich muss ins Menü. Ach, ist das so super toll. Ach, das macht mich wirklich gerade glücklich. So, okay, jetzt können wir quatschen. Hey, Moment. Oh, verdammt. Hey, Drecksack. Wir sind nicht so leicht zu besiegen wie die Nihilo. Nimm dich in Acht. Achso, wir kämpfen jetzt nicht? Okay. Warum seid ihr denn immer gleich so ausfallend? Kann ich da speichern? Da links? Ich sehe was Rotes. Oh. Habt ihr jetzt eine Maske auf? Bugjaga. 34. Angegriffen, komm, Pixie. Hochpixie, Entschuldigung. Mazio. Aber du musst dir unbedingt was anziehen. Das sieht nicht schön aus, wie du hier rumläufst. Da hängt ja alles. Die eine Arschbacke hängt so runter, die andere auch. Sieht nicht schön aus. Aber nun ja. Jedem das seine, ne? Ich bin nicht hier, um dich zu verurteilen. Vielleicht ist dir aber auch zu warm, dass du hier so halbnackt rumläufst. Go for it. Huapo! Aufgestiegen, Level 13. Und sie erhöht Glück. Okay. Gewähren lassen? Ja, wieso nicht? Ein Platz. Was? Rama.
Huapo wandelt den Skill Antifluch zu Reberama. Oder wie man das aussprechen mag. Finde ich gut. Antifluch ist raus. Also ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich glaube, wir sind bisher noch nie verflucht worden. Oje. Hoffentlich ist es nicht so fatal wie in Dark Souls. Ich wollte was Sinnvolles tun. Ich wollte ins Menü. Ich wollte mir diesen Skill anschauen von Huapo. So, erhöht Begegnungsrate bis zum neuen Kakatsuchi. Erhöht die Begegnung, also mehr Zufallskämpfe. Ich habe das mit dem bis zum Kakatsuchi, ich habe das immer noch nicht so ganz verstanden, was das auf sich hat, was das bedeutet. So, hier schimmert es doch rot. Fusion. Speichern. Das ist ja so aufregend hier. Ich möchte erstmal hier hin. Zur Kathedrale. You know what the Demon Compendium is? Nein. Aber ich bin mir doch ziemlich sicher, beziehungsweise hoffe ich, dass du mir das erklären wirst. It contains information on all demons in existence, but only those that the reader has made a pact with can be viewed. Okay. I see that you have been recruiting many a demon. Ja, das habe ich. From now on, use this compendium to your advantage. Das Dämonenkompendium steht ab sofort zur Verfügung. Welcome to the Cathedral of Shadows, where demons gather. Okay, dann wollen wir das doch mal. Was wirst du mit dem Kompendium tun? Diese Dämonen sind nicht eingetragen. Wen willst du registrieren? Wie registrieren? Moment. Ich nehme jetzt jemanden, der mir nicht so wichtig ist. Oh? Diese Dämonen sind nicht eingetragen. Wen willst du registrieren? Na, ihn? Registrieren. Zu diesem Dämon gibt es bereits einen Eintrag. Willst du ihn überschreiben? Nein. Okay. Oh? Gut, Ansicht, Ansichten. Yoma. Ach so, das sind die ganzen Monster, die ich mal hatte. Oder habe, ne? Das ist wie so mein Pokédex halt eben. Okay, alles klar, ich habe verstanden. So, nochmal weg. So, fusionieren. Okay. Sudama. Dann gucken wir mal. Shikigami möchte ich nicht. Was hätten wir hier? Okay. Isora. Ah, ja. Dafür opfere ich euch beide. Okay, geht klar. Ja, bin ich mir. Die nehmen wir. Die haben wir nämlich damals in dem Club getroffen, ne? Also, eine von denen. Okay. Dann nehmen wir die doch mal mit ins Boot. Seht ihr, und die beiden Monster, die haben mir jetzt nicht so sehr am Herzen gelegen. Das ist dann schon okay. Jetzt habe ich Schluck auf, entschuldigt bitte. Ich bin Nekomata vom Bestie-Clan. Lass uns Spaß haben. Alright. Das könnte auch so ein Charakter sein beim Mortal Kombat. Wahrscheinlich wegen dieser Maske, die sie vor ihrem Mund hat. So, fusionieren. Wen haben wir denn noch? Wen könnte ich dich denn jetzt noch fusionieren? Level 18 ist sie. So, mit Engel, dann hätten wir Einhorn. Oh. Okay, Level 21. Hier hätten wir Level 20. Auch nicht schlecht. Aber ich behalte sie jetzt erstmal als Level 18. Oh Gott, okay. Hodama und Irrlicht. Ich wäre... Oh nee. Nein, auf Level 7. Huapo. Und Engel. Nein, danke. Ich möchte auch Huapo nicht opfern, aber ich möchte halt ein bisschen mal rumgucken. Hier hätten wir Isora dann nochmal. Dafür erfahre ich doch nicht meinen Engel. Hoch Pixie.
Und Engel. Oh. Und sie hat Dia. Oh, Hochpixie. Die hat sich doch weiterentwickelt, ne? Die haben wir ganz am Anfang im Krankenhaus angetroffen. Ich kann die nicht hergeben. Ihr Licht. Okay, nee. Das muss nicht sein. Nein. Ja, die sind auf Level 6 und 7. Jack Frost. Okay, Shikigami. Ja, die hatten wir ja schon mal. Und die Zora. Ich wäre auch bereit, Kodama zu erfahren. Mit ihr Licht. Was kommt da? Dann kommt sie bei raus. Wo ich ehrlich ja auch. Was ist hier mit? Die hatten wir auch schon mal. Ich lass mal. Ich habe hier noch 4 Plätze. Alright. Was willst du tun? Nein, stopp. Ich muss sie ja jetzt registrieren, ne? So wie ich das jetzt verstanden habe. Genau. Registrieren möchte ich. Ich gehe einfach auf alle registrieren. Sollen alle registriert werden? Ja, ich habe alle registriert. Okay, Ansichten. Moment mal. Ach so, ich kann den dann jedes Mal nochmal rufen, oder was? Ich bin gerade verwirrt. Nikomata. Davon gibt es bereits jemanden in deiner Gruppe. Ja, deshalb kann ich sie dann nicht haben. Dies kostet 3.900 Maka. Ja, weil ich die schon mal hatte, ne? So, und jetzt ist sie bei mir in der Gruppe, oder was? Moment, ich muss jetzt gucken. Ja, ist sie ganz unten. Ah, das ist ja cool. Also jedes Mal, wenn ich dann schon mal jemanden in Anführungszeichen geopfert habe für eine Fusion, kann ich mir die dann bei ihm dann nochmal holen. Aber halt nur die ich dann halt auch schon mal selber hatte, die sich mir angeschlossen haben. Verstehe ich das richtig? Registrieren nicht, Fusion. Denn mit ihr kann ich doch jetzt bestimmt auch eine richtig tolle Fusion starten, oder? Mit ihr Licht zum Beispiel. Hallo? Hier hätten wir einmal ihn. Aber ich gucke erstmal mit Kodama. Ja, okay, danke fürs Gespräch. Nekromata. Oh, hi, Halloween, wäre das jetzt cool. Aber ich möchte Nekromata jetzt nicht opfern. Okay, das muss auch nicht sein. Nein, Shikigami. Oh, der hat gar keine Arme. Aber das macht ja nichts. Dafür kann er bestimmt andere tolle Sachen. Blob. Um Gottes Willen, nein. Aber ich glaube, ich würde mein Ehrlicht opfern. Are you sure? Ja, das mache ich. Der erinnert mich an einen von Yu-Gi-Oh! Aber ich komme nicht mehr auf den Namen. Da gab es auch einer, der ihm ein bisschen ähnelt, finde ich. Aber ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Schon ein bisschen her. So, hallo. Seht ihr, ich habe euren Rat... euren Rat befolgt. Ja, befolgt hört sich irgendwie ein bisschen schroff an. Aber ich habe hier auf einige Monster, die mir nicht so am Herzen lagen. Aber dadurch, mit dieser Registration, dass ich mir dann jederzeit nochmal Hochpixie dann nehmen könnte, das macht mich dann schon so ein bisschen glücklich. Das beruhigt mich schon mal so ein bisschen. Ich bin... Oh my gosh, warum habt ihr einmal alle solch komischen Namen? Ich bin... Momo... Ja, Momo. Momonofu vom Ungeheuer-Clan. Lass uns ein paar Ärsche treten. Okay. Alright. Die Ausdrucksweise finde ich hier echt super. Das Spiel war ab 16, ne?
Fusion, da möchte ich jetzt natürlich noch ein bisschen weiter graben. So, was passiert denn, wenn ich euch zusammentue? Ah, dann kommt diese Variante bei raus, okay. Engel und, ja, da haben wir Isora. Oh, du siehst natürlich auch nicht schlecht aus. Aber das möchte ich jetzt vorerst nicht. Nein, danke. Die sieht halt echt nice aus, also. Die macht mich ja auch echt an. Die gefällt mir vom Design, die spricht mich voll an. Schwierig. Warum geht das bis 12? Ich kann doch nur selber 8 in meine Gruppe aufnehmen. Oder ändert sich das später? Das Einhorn hat auch was, aber das geht ja noch nicht, weil Shitstorm erst auf Level 20 ist. Hochpixie und Engel. Ich tue es einfach. Ja. Ich folge eurem Rat. So. So wollte ich das eben sagen. Oh. Jetzt erfahre ich ja doch Hochpixie. Aber Huapo ist noch im... Oder? Oh mein Gott, ich weiß schon gar nicht mehr, wer da ist. Aber ist ja nicht schlimm. Ich kann sie ja zu jeder Zeit widerrufen. Hallo. Oh, du hast auch so einen ganz tollen Namen. Amino Uzume. Ich bin Amino Uzume von Megami Clan. Megami ist, glaube ich, gut, ne? Da, weil das Spiel heißt ja Shin Megami Tensei. Lass uns Spaß haben, sehr gerne. Alright. Okay, was willst du tun? Huapo. Okay. Oh, die sieht auch nice aus. Oh Gott. Ja, Jack Frost, Isora. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch so eine Trophäe gibt, die platinrelevant ist. Ich habe hier in die Liste nicht reingeguckt, obwohl mich das echt interessiert. Aber das interessiert mich bei jedem Spiel. Aber bei Blind Let's Plays gucke ich ja da nicht rein. Aber da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man da eine Trophäe bekommen wird, wenn man hier alle Monster registriert, da, ne? Okay, aber ich möchte jetzt vorerst niemanden mehr fusionieren. Das soll es erstmal gewesen sein. Bis bald, ganz genau, bis bald. So, und ich werde jetzt mal schnell hier rüber latschen. Und Amala Link. Ah, das ging eben nicht. Das stand eben nicht an dem anderen Speicherpunkt, an dem wir gewesen waren. Okay, meine Lieben, dann werde ich jetzt an dieser Stelle die Folge beenden, werde abspeichern und im Anschluss die nächste Folge aufnehmen und bedanke mich bei euch fürs Einschalten und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.